Yeah, okay, aha, MC Kairo, 2023, das ist meine Geschichte, die Reihe geht endlich weiter, okay, ihr habt endlich wieder weiter in das Recht, die Wahrheit zu erfahren, was hinter diesem Gesicht steckt, okay, jetzt hört mir gut zu, okay, weiter im Text, yeah, die Autotune-App hat es sich zu dem Zeitpunkt langsam verbessert vom Sound. Seine richtige Stimme, jedoch hatte er bereits auch schon vorher auf Tracks aufgenommen, die er seinen privaten Kontakten nie geschickt hat, da er es peinlich fand mit seiner jungen Stimme. Das war auch der Grund, warum sein erster Diss, den er gegen einen YouTuber machte, nur mit Autotune war. Yeah. 2018 haben wir noch damals 17-jährige MC Kairo, damals noch unter dem Namen MC Kairo, seinen nächsten Track, es ist vorbei, auf. Auf diesem Song widmete er seinen ehemaligen Freunden aus der Schule, die zu dem Zeitpunkt nichts von ihm wissen wollten, da er im April 2016 wegen eines Vorfalls von der Schule flog. Ja, mit Rot der Schule rausschmiss. Ich hab die Schule verkackt. Keinen richtigen Abschluss, nur Förderschulabschluss. Hab das Ziel der Förderschule, hab das Ziel des Abschlusses nicht geschafft. 2023, heute 22 Jahre alt. Und immer noch keine Arbeit, doch schreibe heute meine Bewerbungen. Mama, du wirst stolz auf mich sein, du wirst stolz auf deinen Sohn sein. Dein Sohn wird bald eine Arbeit haben, bald eine Zukunft haben, bald einen Job haben. Und ich hole meinen Abschluss nach, auch wenn es sehr spät ist. Er hatte zu dem Zeitpunkt fast gar keine Freunde und stand ganz allein da. Den einzigen Freund, mit dem er zu dem Zeitpunkt Kontakt hatte, war sein jahrelanger Klassenkamerad und bester Freund, mit dem er viel erlebt hatte und Spaß hatte, der ihn aber jedoch Anfang 2020, kurz vor seinem Geburtstag, nicht nur verlassen hatte, sondern sich auch als Verräter und Feind herausstellte. Hier, so nahm er Anfang 2020 an seinem 19. Geburtstag den Track This Is Not A Place For A Broken Heart auf, den er in einzelne Teile packte, die einen anderen Titel hatten, nämlich Lose You To Love Me, und was muss das für ein Gefühl sein, und ich diss an dieser Stelle Selena Gomez, du hast den Track am selben Tag aufgenommen wie ich, also hast den Track von mir geklaut, den Song Lose You To Love Me ist nicht von dir, sondern von mir, du hast ihn am selben Tag wie ich aufgenommen, yeah, weil ich da zu dem Zeitpunkt von einem ehemaligen Ex-Freund Justin Bieber getrennt hatte ich, okay, aber zurück zum Thema. Da muss die eine Selena Gomez meinen, meinen Style zu kopieren, meine Tracks zu kopieren, traurig, aber leider wahr, und das ist wirklich die Wahrheit, es ist wahr, es ist leider wahr, es ist leider traurig, aber wahr.